Ja, hallo meine Lieben. Hier ein neues Informationsvideo von mir. Ich bin gerade in Kessel und ich gehe hier spazieren, weil ich mit dem Auto fährt man immer alles vorbei und kann nicht so einfach stoppen und sich alles anschauen. Ich deswegen ein bisschen spazieren gehen. Egal was für Wetter, es gibt eigentlich immer nur schlechte Klamotten, kein schlechtes Wetter. Und hier ist ein Grundstück zu verkaufen. Hier zeige ich es euch mal. Wer möchte, kann ja da anrufen. Ja, warum ich das hier jetzt zeige und nicht verheimliche oder das verpixele, ist, ja, ruft doch selber an und fragt doch nach. Und dann werdet ihr einen Schock bekommen vom Preis her. Ne? Aber die Lage ist ja super. Wir sind hier in Kessel und wir sind nahe dem Strand. Da vorne ist gleich der Strand. Da hinter diesem Gebäude ist der Strand. Ja, nun hat das Ganze ja Nachteile. Und deswegen will ich auch immer nur mit bekannten Bauherren arbeiten. Ja? Denn Kestel hat ein Problem, und das nennt sich Grundwasserproblem. Ja? Hier zum Beispiel, hier, das ist zu verkaufen und dann wird ein Haus drauf gebaut. Und hier haben mindestens 50% der Häuser Grundwasserschäden im Keller oder in der Erdgeschosswohnung. Und auch hier kann man sehen, hier sind Pfützen, teilweise ist da 1 Meter hoch das Wasser. Und warum ist das so? Ja, weil da vorne auch das Meer ist, auch der Meeresspiegel ist dementsprechend hoch. Nun, wenn man gut baut, dann baut man ein Fundament, was wassergeschützt ist und wie ein Waschbecken. Ja? Und auch hier wird gebaut, wie man sehen kann, und auch hier sammelt sich hier das Wasser bei Regen und das ist hier normal. Die machen das Ganze elektrisch und pumpen das Wasser ab. Da ist eine Grube, da sammelt sich dann das Wasser und dann wird das Wasser abgepumpt in den Bach hier. Hier ist nämlich ein Bach. Und dieser Bach geht direkt ins Meer. Dieser Bach kommt von den Bergen. Und ich sage ja immer, wir haben hier echt kein Wasserproblem. Sommer oder im Winter, wir haben hier genug Wasser. Ja, warum ist die Kamera blau? Alles macht, keine Ahnung. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Also hier der Bach. Ab einer bestimmten Stelle kann man das problemlos trinken, aber hier müsste man es filtern. Ja. Also, jetzt komme ich zum Problem. Das Problem ist so, wenn man das nicht ordentlich macht, hat man bis zu einer Etage Feuchtigkeitsprobleme. Ja. Und das ist so, dass hier die Häuser, wir haben ja 5 Stockwerke, Bauherrerlaubnis nur. Das ist auch gut so. Meiner Meinung nach davon, da unterscheidet sich halt Kestel. Mahmutla schaut, man kann noch den Himmel sehen, wenn man raufschaut. Ja. Und da vorne aber geht schon Mahmutla los. Und da kann man schon die höheren Stockwerke sehen. Und dann macht es nicht mehr so viel Spaß. Ja. Jetzt zu dem Problem von Kestel. Baut ein Bauherr es nicht ordentlich, dann ist das Erdgeschoss und so weiter in Gefahr. Und wir haben, ich zum Beispiel schaue mir Wohnungen an und wenn ich sehe, naja, alles trocken, alles gut, dann kann ich es verkaufen und dann fällt mir erst ein, ja, wir haben ja Sommer. Ne? Und da ist ja das Problem nicht. Ja? Oder es wurde jetzt neu gebaut und abgepumpt, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann passiert mal irgendein Problem oder die Pumpe geht kaputt oder was auch immer. Kümmert sich keiner drum. Dann gibt es halt Schäden. Ja? Und das Problem ist so.
Wir haben viele Bauherren, um das zu umgehen mit den 5 Stockwerken, weil meistens hat man ja unten auch noch Fitness und Sauna, haben das dann die Bauherren so gemacht, dass sie unter der Linie bauen. Ja? Unter der hier der Ebene bauen und dann, weil unter der Ebene kann man dann Fitnessraum und so weiter hinmachen. Das gibt dann kein Problem, ja? Mit den 5 Stockwerken. Das heißt, man hat eine Erdgeschoss Fitness-Sauna und den nächsten Stockwerk hat man erst einen Stock und der zählt dann erst als Erdgeschoss und dann geht es rauf. Auch hier sieht man das. Es ist praktisch unter der Linie gebaut worden. Ja? Hier haben wir auch wieder ein Baugrundstück und was seht ihr da? Wasser. Ja? Hier steht das Wasser. Das heißt, Kestell hat das Problem mit Grundwasser. Und wenn man das nicht ordentlich macht, ja, steigt das Wasser. Ja, dann steigt das Wasser und die Farbe beginnt zu bröckeln. Und es ist nicht so, so schlimm, aber es ist auch nicht gut. Ja? Und das Objekt hier ist zum Beispiel auch nicht so alt, aber hier das Gleiche. Hier läuft ständig eine Pumpe, die das Wasser dann abpumpt. Ansonsten würde hier, da sieht man es schon, ja, also ich erzähle euch keinen Scheiß, ja, und das Beste ist natürlich, das Ganze ohne Pumpe zu machen. Und wir haben hier einige Bauherren, auch die Lale 1 und Lale 2, hier vorne, so heißen die, die sind sehr gut gebaut, sehr robust gebaut. Da ist nichts mit Wasser an den Wänden hoch, auch im Keller nicht, weil die richtig Geld reingesteckt haben. Da muss man richtig Beton versenken und ein riesen Becken mit aus Beton machen. Auch das hier gut gebaut. Auch hier haben wir sehr gute Bauherren. Und man muss auch aufpassen, dass man keine Fliesen oder sowas nach oben gezogen hat, denn das ist nur zum Verstecken der Schäden. Ja. Dann denkt jeder, oh, toll, da zieht es nicht die Wände hoch. Aber in Wirklichkeit zieht es halt schon die Wände hoch. Das wurde nur dann zugemacht. Ne? Und hier gibt es richtig Objekte. Da geht es bis zum ersten Stockwerk hoch. Das kann man alles beseitigen. Es ist nicht so, so sehr die Katastrophe. Aber es ist schon nicht gut. Ja? Deswegen möchte ich nicht mit Bauherren zusammenarbeiten, wo ich weiß, dass das passiert. Ja. Denn wenn es ganz schlecht gemacht ist, ja, ich habe ja auch Betonwalker gelernt, ich habe meinen Gesellenbrief, wenn man es ganz schlecht macht, dann ist die Armierung, also die Betonstähle, sind dann nicht, wie es vereinbart ist, so 5 cm innerhalb und mit einer guten Isolierung, sondern wenn es ein schlechter Bauherr ist, dann ist es gepfuscht und dann fängt der Stahl auch an zu rosten. Dann ist natürlich alles nicht so der Hit. Hier hatten wir mal ziemliche Probleme in all den Bereichen, wo ich euch erzählt habe. Aber es wurde im Nachhinein dann verbessert, hat viel mit viel Geld zu tun und mit Investitionen und alle im Haus müssen das natürlich mittragen und investieren, dass das Problem beseitigt wird. Nur es kann Jahre dauern, ja?
Und wenn man zu lang wartet, dann ist es eh nicht gut. Dann ist es vielleicht schon zu spät. Ja. Sowas meine ich gar nicht mal. Ja. Solche Sachen meine ich gar nicht. Ich meine eher was, wenn du halt in den Fitnessraum gehst, ist voll die Pfütze, die zieht die Wand hoch und so weiter. Solche Sachen meine ich. Und ich habe hier ein paar Objekte, da habe ich einiges verkauft. Und da mir das Problem nicht, weil der Bauherr ist da sehr qualitativ, passt er sehr gut auf. Hier allerdings, hier haben wir das nicht der Fall. Und hier haben wir überall Wasserprobleme. Ja. Aber die Wohnungen hier sind auch günstiger. Also wem das nicht stört und wer dann oben eine Wohnung hat, der kann sich sagen, ach, leck mich am Arsch, mich stört das nicht. Erdgeschoss. So, und jetzt sage ich euch den Bauherrn von uns. Denn hier sieht man es. Was habe ich euch gesagt? Unter der Linie baut man den Fitnessbereich. Und wenn man da nicht aufpasst, hat man ganz schnell Schimmel, Putz ab und so weiter. Und zwar hier habe ich einige Wohnungen verkauft. Aber der Nachteil ist natürlich, dass es alles teurer ist. Ihr seht es hier schon. Während hier noch die Pfütze ist, ist da drin alles trocken. Also hier ist gut gebaut. Ja. Hier sieht man es auch wieder. Das hier ist Gebiet, verpachtet. Hier kommt ein Park hin. Da sieht man es auch. Und hier soll ein Park herkommen, denn in den städtischen Plänen und ich als zertifizierter Makler habe ja Zugang auch zu bestimmten Bereichen. Wenn man bei der Maklerinnung ist und da kriegt man dann die Pläne. Und zwar wird hier der Park, beginnt hier. Hier hinten vom Strand führt dann ein Weg an diesem Bach vorbei. Ach ja, vielleicht kann ich euch gleich das mit dem Mülltonnen hier auch erklären. Also hier haben wir wieder einen Bach von oben von den Bergen. Und hier am Bach entlang gibt es dann einen Fitnessweg. Der soll hierher kommen. Da vorne sieht man ihn auch. Da soll er kommen vom Strand und hier entlang zu diesem Park und dann rauf in die Berge, also als Fitnessweg. Der Bürgermeister von Alanya ist übrigens, ja, er ist übrigens wie die AfD in Germany als Beispiel, nur dass wir hier nicht so, so sehr rechts angehaucht sind. Die AfD ja auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und das Objekt ist auch sehr gut gebaut. Hier wurde auch auf alles Acht gegeben. Und ja, Leute, das ist so. Das ist so. Wenn ihr als Beispiel von mir was kaufen wollt, ja, und als Beispiel, es war vor zig Jahren und ich habe die Bauherren nicht so gekannt. Und habe dann gefragt, weil ich ja vom Fach bin, meinen Gesellenbrief habe. Bei der Firma Dickerhoff und Wittmann habe ich gearbeitet. Bei Ochenbruck, das ist in der Nähe von Neumarkt und im Betonwerk. Und wenn ich dann sage, du hör mal zu, meine Kunden hätten Interesse an dem Objekt, ist das gut gebaut, ich möchte danach keinen Stress. Ja? Und der sagt mir dann, ja, es ist gut gebaut und wenn ich den nicht so traue, schaue ich die Pläne an, ja, sind auch gut. Bringt doch alles nichts. Ja? Bringt doch alles nichts.
Denn er sagt mir so, die Pläne schauen okay aus. Da ist die Pumpe, die das Grundwasser abpumpt. Da ist die Absperrung, die Betonisolierung und so weiter, Teerschichtisolierung und so weiter. Es würde funktionieren, wenn ich 24 Stunden mit dabei wäre bei den Bauarbeiten und wenn Beton gegossen wird und so weiter und so weiter. Entschuldigung, ich bin doch nur der Makler, ja? Ich bin doch nur der Makler, ich kann doch nicht 24 Stunden, ein ganzes Jahr, ja? So lange dauert hier was zu bauen, kann ich doch nicht mit dabei sein. Ja? Und also geht es hier um, vor allem um Vertrauen und Erfahrung. Ja? Und ich jetzt, nach ein paar Jahren, hat man natürlich die Erfahrung und kennt auch die Bauherren. Es gibt Bauherren, da weiß ich so immer, never ever, ob du da was fett verdienst oder nicht, das ist wurscht. Ich will nicht, dass die Leute dann sagen, passt nicht, geht nicht, bla bla bla. Und hier hatte es nicht funktioniert, aber sie hatten dann was gemacht und jetzt, so viel ich gehört habe, geht's hier wieder. Ne? Geht's hier wieder. Und deswegen verkaufe ich eigentlich nur noch Objekte von Leuten, wo ich kenne. Ne? Weil dann habe ich solche Probleme nicht. Ne? Ich erzähle hier keinen Schwachsinn. Ja, Leute, wenn ich was sage, dann stimmt das auch. Ne? Das quillt schon alles auf. Aber wie gesagt, es ist nicht so sehr die Katastrophe, aber es ist natürlich auch nicht gut. Und wenn, dann sollte man, wenn man was kauft von einem, der auf sowas aufpasst, dann ist da auch viel anderes im Guten. Ja? Das könnt ihr mir wirklich glauben. Ja? Wenn einer Acht gibt auf solche Sachen, der gibt bei allem Acht. Ich selber, wenn bauen würde, ja, das wäre erdbebensicher, richtig erdbebensicher, ja. So war halt Gott möchte, meinetwegen 9er Erdbebenstufe, das ist ja gewaltig. Das gab es auch sehr selten auf der Erde. Ja. Wird auch wieder gebaut und wäre schön, wenn sie es höher bauen würden als diese Wassergrund. Schicht da, dann hätte man das Problem sowieso nicht. Und gutes Beton verwenden, es gibt ja verschiedene Stufen und gute Armierung, dann auch Abstandshalter bei den Armierungen mit einsetzen, damit die 3 bzw. 5 cm mindestens eingehalten werden. Ja Leute, also jetzt habe ich mal wieder viel geredet. Ich wollte euch nur ein paar Informationen bringen. Hier ist übrigens dann die Grenze, Zelt zu Mahmudlar, sieht man ja gleich. Aber wie auch schon oft jetzt gesagt, mittlerweile, ich bin kein Feind von Mahmudlar mehr, denn hat auch viele Vorteile. Wie oft muss ich nach Mahmudlar, weil es da nur die und die Geschäfte gibt oder Banken oder was auch immer. Und Wasser anmelden, Strom anmelden oder Banken. Kann man alles in Mahmudlar machen. Ja, es ist schon geil. Ne? Also Kestell ist schon geil. Ne? Hier die Orangen. Meine Frau nimmt immer mit ihrer Kamera die Orangen auf. Und das sind ja die Plantagen hier. Ne? Sie nimmt die Orangen auf, die in den Straßen zwischen Bereichen gepflanzt sind von der Behörde. Und die halt runterfallen und vergammeln. Sie nimmt die auf, weil in Madagaskar die Leute alle abgepflückt hätten, hat sie gesagt. Die hätten sie alle abgepflückt. Ja, ja, ich sage ja mal, wir leben hier im Paradies und sind zu sehr verwöhnt. Und das sind Auberginen. Wir sind einfach zu sehr verwöhnt und
Uns geht es hier einfach zu gut. Ja. Und das ist nicht gut so, weil wir müssen das immer zu schätzen wissen. Und wenn ich sehe, ja, schaut euch mal das an, ja, also Entschuldigung, Leute. Was ist denn da oben? Moment. Ach so, da ist nur ein Baum da alleinstehend. Ja, okay. Schon schön, ne? Hier der Berg mit den Orangen. Tja. Ja, also zum Abschluss nochmal. Als Beispiel, oh, mir gefällt das Haus, Ali, frag mal nach. Ne? Und ich sehe da, oh, und ich sage, du, was sind das für Flecken? Ist da, habt ihr da nicht aufgepasst beim Bauen? Nein, das ist alles in Ordnung, ich schwör's dir. Wenn da was sein sollte, schneide ich meiner Oma die Vorhaut ab. Ich schwör's dir, ich garantier's dir, ich schwör's dir. Vertraue ich ihm nicht. Ich kenne ihn nicht, also vertraue ich ihm nicht. Und Pläne angeschaut, alles gemacht. Ne? Wenn du aber bei jemandem schon öfters gekauft hast und weißt vom Hören her, dass da, also ich rede jetzt hier nicht von nachhinein, dass da man mit den Aufpasser, der den Nebenkosten einkassiert und den Aufzug in den Garten und den Pool am Laufen hält, das ist wieder eine andere Geschichte. Das geht ja dem Bauherrn eigentlich nichts an, aber natürlich sollte er schon das Ganze im guten, funktionierenden Zustand übergeben. Ne? Und ich arbeite deswegen mit unserem Bauherrn zusammen, weil bei ihm alles eigentlich schon gut funktioniert. So. Okay. Jetzt wisst ihr Bescheid. Dann sollen sich was schämen, ja? Bauern, die Scheiße bauen, sollen sich was schämen. Die sollen einen anderen Beruf machen, ja? Die sollen sich was schämen. Auch in den Erdbebengebieten gab es viele Missstände. Auch die Behörden sind daran schuld. Ich will nicht sagen, dass ich die verstehe oder was, die Beamten. Nee, da gibt es nichts zu verstehen. Es gibt Gesetze, danach muss man sich halten und richten. Und wenn dann einer meint, er kann auf dieses Gebäude, wo nur 6 Stockwerke erlaubt sind, nochmal 2 Stockwerke draufbauen. Und das ist doch nicht so schlimm. Ja? Und ach, um ein bisschen Geld zu sparen, nehmen wir billigeres Beton und weniger Stahl. Ach, und um noch mehr Geld zu sparen, tun wir die Fundamente verkleinern. Und die Trägersäulen tun wir auch kleiner machen. Brauchen wir also von allem weniger Holz, Material, Verschalung und so weiter. Och, und da wird schon nichts passieren. Wir sind zwar in einem riesen starken Erdbebengebiet, aber da wird nichts passieren. Ja, ihr Wichser. Ja, ihr seid Wichser. Es sind viele im Gefängnis aktuell, diese Leute. Auch Beamte. Und das finde ich gut so. Ja, das finde ich gut so. So, meine Lieben. Dann sage ich mal danke. Ja, sag halt was. Komm. Ihr wollt immer beißen, ne, wenn ich dann euch kitzle. Hä? Wollt ihr beißen? Jetzt kommt Beiß halt. Aua! Tschüss. Ja, wir sind hier in Mahmudlad. So, jetzt aber genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen geben. Bis zum nächsten Video.